Willkommen zurück zu Cuphead und heute mit dem schroffen Grat. Schroffen Grat der Verzweiflung. Im letzten Part haben wir überwunden. Jetzt kommt der schroffe Grat, des Grates, keine Ahnung. Er ist halt schroff, ne? Was soll man dazu sagen? Joa, mal gucken, ob wir hier auch so lange verbrauchen, wie im letzten Part. So viel Zeit habe ich ja heute nicht. Was heißt heute? Es ist eigentlich der gleiche Aufnahmetag. Aber dadurch, dass ich jetzt was anderes mache und das Level... Ich darf nicht sagen, dass es einfach ist. Den Fehler habe ich letztes Mal gesagt. Also das hier ist schon mit das schwerste Level des Spiels. Das ist unfassbar. Nein, ist es nicht. Ich will euch ja nicht anlügen, aber... wir gucken mal, was so geht. Ja, ich glaube... Ach du Scheiße. Ja, erstmal hier wieder dran gewöhnen. Ich kann mich an die Stage so ein bisschen erinnern. Ich weiß, dass ich die damals relativ vorsichtig gespielt habe. Und schon ein bisschen gebraucht habe, aber es eigentlich okay war. Ich sag jetzt nicht leicht, weil das, den Fehler habe ich bei When I Were Man gemacht. Ich glaube, hier muss man einfach Geduld haben. Und deswegen machen wir das jetzt ganz langsam und langweilig. Achtung, es wird jetzt richtig langweilig. Ich warte jetzt nämlich jedes Mal, bis die tot sind, weil ich glaube, die respawnen gar nicht. Okay, tun sie doch. Scheiße. Okay, sie respawnen. Das gefällt mir nicht. Aber wir merken uns... Ach du Scheiße. Die respawnen ganz schön schnell. Das gefällt mir überhaupt nicht. Na egal, vielleicht muss ich ja gar nicht immer direkt abbrechen. Ich habe ja noch 2 Leben. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay. Ja, sie respawnen schnell. Das hatte ich nicht mehr so auf dem Schirm. Scheiße. Dann müssen wir hier einfach schnell durch, oder? Macht das Sinn? In dem Moment, wo die ihr Ding auf mich werfen, kann ich ja eigentlich... zu ihnen hinlaufen. In der Theorie. Der hier ist ein bisschen eklig. Okay, der ist richtig eklig. Aber na gut, wir haben ja die anderen Sachen, glaube ich, auch mit einem Leben geschafft. Erstmal wieder so ein bisschen dran gewöhnen, was hier überhaupt abgeht. Geile Musik übrigens wieder, aber das gilt natürlich für das Ganze. Ach, stimmt. Ja, das ist jetzt mit dem Autoschuss hoffentlich einfach. Dachte ich. Da sind Mini-Grim-Arschlochs. Und Slimox, die uns angreifen. Aber geile Stage. Auch wenn ich hier jetzt sterbe. Na gut, na gut, na gut. Ich glaube, der Autoschuss macht hier schon am meisten Sinn. Soweit würde ich mich, glaube ich, fast aus dem Fenster lehnen. Aber ich kann mich gar nicht aus meinem Fenster lehnen, weil da Fliegengitter davor ist. Oh Gott, ja, RIP. Ja, okay. Ein bisschen Zeit habe ich. Die probiere ich, das zu schaffen. Und ansonsten haben wir es nicht geschafft. Ganz entspannt. Ich muss wieder mein, wie heißt das? Gibt da so ein Wort für meinen inneren Punkt finden, keine Ahnung. Das hier ist halt mega beschissen. Ach, der kommt gar nicht bis da. Doch, kommt er doch. Ja, aber gut, wenn man das schaffen soll, weiß ich noch nicht. Vielleicht auch einfach mit Geduld? Wir wissen es noch nicht so ganz genau, wie das funktionieren soll. Die Münzen brauche ich, glaube ich, auch eigentlich nicht mehr. Ich sollte alle Schüsse haben, die ich brauche. Wobei, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich diesen Schuss habe, der viel Damage in kurzer Reichweite macht. Eventuell sollte ich mir hier doch die Münzen noch holen. Nicht, dass ich dann irgendwann merke, ich habe keine Münzen und ich muss hier nochmal rein. Nur um mir die Münzen zu holen. Ach, wisst ihr, was ich hier brauche? Ihr wisst, was ich hier brauche. Ich brauche es gar nicht sagen. Nein, nicht Heroin.
was anderes. Was noch viel Schöneres als Heroin. Den Kreisel. Ich dachte, du nimmst jetzt Heroin. Nein, keine Sorge. Wir sind ja ein kindergerechter Kanal. Ne, sind wir eigentlich gar nicht, von daher. Fick dich. Nee, ja, der Kreisel, der könnte mir nämlich tatsächlich auf der Brücke den Hintern retten. Habe ich mir gerade so überlegt. Hier ist er jetzt nicht so nützlich. Wir machen das jetzt mal so, ich werde den abschießen, diese Typis hier. Und dann, wenn die tot sind, schnell dahin laufen. Ah, natürlich kommt dieses hässliche Ding zurück. Ja gut, wie ich das schaffe, weiß ich noch nicht so hundertprozentig. Das bereitet mir noch ein bisschen Kopfschmerzen, ehrlich gesagt, aber... Na gut. Das Gute ist, dass diese Typis nur eine bestimmte Reichweite haben. So, jetzt seht nämlich mal hier. Boomerang-Action. Sollte mit denen hier eigentlich deutlich einfacher sein. In der nackten Theorie. Und man sieht auch, die Schleimis sind viel schneller tot. Oh, die Münze habe ich... Das mit der Münze war jetzt voll geil. Das war kompletter Zufall. Okay, was passiert hier jetzt noch? Niemand weiß es. Wie geht? Boah, eklig. Ja, aber... Ich erkenne Fortschritt. Es ist wenig Fortschritt, aber es ist Fortschritt. Auch wenig Fortschritt ist Fortschritt. Toyota. Das wäre doch mal eine geile Werbung für eine Autofirma. Wir brauchen keinen Fortschritt, wir sind Toyota. Ich wurde bisher nur einmal getroffen, das ist absolut okay. Neuer persönlicher Rekord. Ach, scheiße, und dann... Neuer persönlicher... Ich hüpfe mal in die Flamme, Rekord. Ich dachte schon, dann kommt jetzt die Brücke. Ich habe ganz vergessen, dass wir noch die Flamme und der Typ da sind. Naja. Ach, jeje. Doch noch schwierig. Wann sind das auch wieder Ratten, die mich hier angreifen? Sind die Ratten etwa hier mein Kryptonit in diesem Spiel? Welche Hand hat er gehoben? Kann man das in der Wiederholung zeigen? Ach, immer diese Rattenjungen. Ständig gehen sie einen auf die Nerven mit ihrer Rattigkeit. Keine Ahnung. Bob, bob, bob. Da musste ich aufstoßen. Die heben die rechte Hand. Das sind Nazi-Ratten. Wobei, ich glaube, das ist die linke Hand, oder? Da muss ich jetzt mal drauf achten. Das ist ein Detail, was mich tatsächlich interessiert. Ich glaube nicht, dass sie sich getraut haben, dass sie die rechte Hand heben, oder? Das sind doch keine AfD-Ratten. Nee, die linke. Das ist die linke Hand, glaube ich. Bin ich doch noch ein bisschen beruhigt, sonst wäre ich hier ein bisschen verwundert. Wow. Ach, wenn man hier ganz unten ist, dann können diese Ratten einen, glaube ich, gar nicht treffen. Kann das sein? Doch, können sie. Okay. So viel dazu. So, diesmal konzentrieren wir uns. Ja, wir wissen jetzt, hier ist eine Flamme. Und hier ist gleich irgendwo noch ein hässlicher Rattenmensch. Ach, ich bin ein dummer Mensch. Es ist Dummheit in per excellence.
Kann man diese Drachen nicht irgendwie ausrotten? Oder dass der Klimawandel sich um die erledigt? Jetzt habe ich die Münze nicht bekommen, aber ich glaube, ich sollte auf die Münze scheißen. Keto 1 ist kein Auto. Aber auch kein Song. Ich habe noch die Ulti, das kann ich immer noch. Ich glaube, die benutze ich direkt beim nächsten Tor. Oder hier. Kannst du mal sterben? Dankeschön, liebe Löwenstatue. Ja, okay. Aber das... boah, erst die Hälfte. What the fuck, okay. Ja, da muss ich die erste Phase irgendwie lernen, ohne Treffer zu überstehen. Sonst wird das hier nichts. Ach du Scheiße. Ja, ich brauche jetzt irgendwie Spots, die muss ich rausfinden, wo ich hier safe bin, wo diese Ratten mich nicht treffen können. Wahrscheinlich wäre es sogar sinnvoll, das jetzt so lange zu üben, bis die Rattenmenschen kein Problem sind, weil ich werde sonst nie weiter als mit einem Herzen oder HP kommen und das macht dann keinen Sinn, weiterzuspielen. Aber das ist okay, das macht wenigstens im Gegensatz zu diesem Werner Wurman, der jetzt letztes Mal ganz schön frustrierend war, weil ich zu dumm war. Ist das hier absolut okay, dass ich hier scheitere, weil ich muss jetzt erstmal wieder lernen und das macht auch Spaß. Das ist absolut okay. Außer die Respawn-Zeit von diesen Ratten, die gefällt mir gerade überhaupt nicht. Ja, okay. Vielleicht... ah, wobei, nee. Ich habe gerade überlegt, da hinten stehen zu bleiben. Aber dann macht man keinen Schaden auf diese Ratte. Oder ich spiele wirklich so vorsichtig. Apropos vorsichtig spielen. Ja, keine Ahnung. Dass ich da wieder zurücklaufe. Es ist nicht schlimm, da jetzt gestorben zu sein, weil mit einem Leben. Ich habe ja erst die Hälfte geschafft und ich weiß ja noch gar nicht, was mich da erwartet. So, wir müssen jetzt mal wahrscheinlich noch ein bisschen langweiliger spielen. So, der muss jetzt sterben, genau. Da ducken wir uns. Das müssen wir jetzt einfach auswendig lernen, wie wir das am besten machen. So, ihn hier wieder angreifen. Ja, doch, wenn man... na, okay. Das Ding kommt auch unterhalb des Bildschirms wieder zurück. Ja, okay. Schwierig. Durchaus schwierig, ja. Ich habe noch keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Eventuell macht es Sinn, sich hier ein Video anzugucken. Wo ist denn der eklige Typ? Der ist hier, ne? Ich will mal gucken. Okay, das war dumm. Ich kann mich eigentlich umbringen. Wenn ich von hier schieße, kann ich den auch treffen, ne? Ja. Ich kann dann hier runter, ihn schnell abschießen. Ja, das scheint mir sinnvoll zu sein. Beziehungsweise vielleicht noch nach links laufen sogar. Ja, ich habe eine Idee. Eine großartige Idee. Ich weiß nicht, ob ich... ach, scheiße, ob ich sie umsetzen kann. Oder ob die Zeit ausreicht, sie umzusetzen. Aber... diese Idee ist erstmal gut. So, du stirbst. Ah, da darf ich nicht aufstehen. Das ist...
Ja, das ist jetzt eigentlich erstmal auswendig lernen, um hier unbeschadet durch diese Rattenphase zu kommen. Ich glaube, der Rest des Levels ist vermutlich im Verhältnis nicht so schwierig. Das scheint wirklich so zu sein, dass man hier erstmal alles verlieren soll und dann verzweifelt ist. Das war nicht so geplant. Ich meine eigentlich hier so, ich will ihn abschießen. Kann neu starten. Ja, also ich will mich nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, aber ich behaupte einfach mal, wenn man diese Rattenphase hier schafft. Der Rest ist nicht so schwer wie das hier. Und den Rest kann ich mich auch tatsächlich gar nicht mehr erinnern. Also das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen, dass es nicht so schwierig sein kann. Oder mein Gedächtnis ist beschädigt. So, was ich meine ist eigentlich das hier. Greifen ihn an. Dann bringen wir uns um. Geht aber die rechte Tatze gehoben, oder? So, jetzt sind wir hier mal mit 2 Leben. Haben wir das eigentlich schon mal geschafft? Ich weiß es gar nicht. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, nein. Ah, dieser Kreisel, der ist so gut, wenn man gegen mehrere Gegner kämpfen muss, die auf einmal spawnen. Eventuell macht es auch Sinn, den Kreisel hier weiter zu benutzen. Der doch erheblich mehr Schaden macht als dieser automatische Schuss. Wir benutzen den Kreisel mal weiter. Mein Gehirn sagt mir gerade, benutze den Kreisel. Guck mal, wie schnell die hier umfliegen mit dem Kreisel. Ja, Kreisel-Time. Go, go. Easy. Kann man sich sogar zwischendurch mal an der Nase kratzen. Definitiv Kreiselzeit. Diese schwarzen Dinger muss man halt gut ausweichen. Das Ding ist auch schon tot. Lächerlich. Ach, er hier. Okay, ich kann mich doch noch an die Phase erinnern. Man muss jetzt nämlich von dem weglaufen. Das ist tatsächlich ein ganz geiles Level eigentlich. Und uneigentlich auch. Hier muss man nur ruhig bleiben, darf sich nicht ablenken lassen von diesem hässlichen Riesen, der unerwartet schnell auf einen zukommt. Man muss einfach ruhig bleiben und hoffen, dass man nicht stirbt. So wie ich jetzt! Scheiße! Okay, das kriegen wir aber kurzfristig hin. Herr van Straff, Sie haben dazugelernt. Benutzen Sie den fucking Kreisel. Kommen Sie irgendwie durch diese Rattenphase durch. Wie schon erwähnt, und dann. Der Rest ist easy. Sie waren nur gerade ein bisschen nervös, Herr van Straff. Weil Sie sich nicht mehr so hundertprozentig an die Phase erinnern konnten. Mit diesem. Ja. Was ist es? Zyklop? Ich meine, hat ein Auge, dann ist es ein Zyklop, glaube ich, ne? Also, Herr van Straff. Kein Vorwurf an Sie, wenn man einen Boss ein paar Monate nicht gemacht hat. 8 oder so. Da kann man auch mal hier in eine Grube reinfallen. Ja, ich muss diese Ratte dann zuerst töten. Das. Ich hasse diese Ratten. Der Rest ist echt einfach eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin. Das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen. Einmal mit 3 Treffern durch diese Rattenphase durch. Ratten kommen doch danach, glaube ich, gar nicht mehr, ne? Also, das ist echt das Schwerste. Ja, oh Mann, ey. Das Problem sind nicht mal diese Ratten und auch nicht mal, dass die werfen, sondern dass dieses Ding zurückkommt. Da kommt mein Gehirn gerade nicht so wirklich drauf klar, wie man hier auch wieder merkt. Okay. Ich probiere das jetzt mal gedanklich durchzugehen. Den Typen abschießen, warten. Weiterlaufen. Auf die Wippe gehen, warten, bis die Feuerdings kommt. Auf
ihn hier schießen, dann nach rechts, dann ist er tot. Auf ihn hier schießen, ducken, weiter. Flamme ausweichen, ihn abschießen. Natürlich nicht in die Flamme springen, im Gegensatz zu mir jetzt. Auf den Boss schießen, ja gut, das war jetzt auch wieder dämlich eigentlich. Vielleicht ist das... Oh, ist das effektiv! Scheiß, was auf diesen Autoschuss. Der Kreisel ist ja total übertrieben. Guckt euch mal, wie schnell diese Maus hier tot ist, wenn ich sie denn mal treffen würde. Okay, dann nehmen wir auch den Kreisel zukünftig. Warum eigentlich eine andere Waffe nehmen als den Kreisel? So, da war ich gerade mal gierig. So, zwei Treffer. Das haben wir eben... Wir hätten es eben eigentlich auch schon schaffen können. Ich war nur ein bisschen unvorbereitet, dass ich da jetzt schnell durchlaufen muss. Aber jetzt, wo ich es weiß und wo ich meinen lieben Kreisel habe, die Noob-Waffe schlechthin wahrscheinlich, das ist mir egal, ich liebe diesen Kreisel. Bei dem Löwen setzen wir die Ulti ein, habe ich mich gerade wieder zu entschieden. Wie schnell der Down ist hier, das Schweinetor. Diese fröhlichen Teufel, die mich da versuchen zu töten, haben auch keine Chance. So. Ulti. Ich weiß zwar nicht, ob die wirklich hier was bringt, aber... Na gut. Egal, der Kreisel bringt uns hier durch. Wir müssen einfach nur... Wir schlagen quasi die Ratten mit ihren eigenen Waffen. Die haben ja auch so einen Kreisel. Ach, der Boomerang. Auch wenn es ein Kreisel ist. So. Hier muss man jetzt ein bisschen Geduld haben. Und einmal kann ich mich ja noch treffen lassen. Sollte eigentlich funktionieren. Außer wenn ich einen dummen Fehler mache. Wo jetzt? Geht doch kein dummer Fehler. Ruhig bleiben. Er kommt zwar näher ran. So, das Ding holen wir uns bestimmt nicht. Warten, springen, springen. Dummheit. Nein! Oh, aber das kriegen wir hin. Das ist easy. Wenn wir erstmal diese ekligen Mäusewichte hier besiegt haben. Die Nazi-Mäuse. Auch wenn sie die linke Hand heben. Das wurde bestimmt zensiert. So, schießen. Dashen. So, ihn hier abschießen. Ducken. Weiter. Auf diese fucking Insel. Ihn hier töten, schnell. Schnell. Neu starten. Ja, dann den Kreisel und hüpfen und irgendwie Damage. Ja, das ist doch. Das schaffen wir. So, Maus 1 tot. Warten. Schießen, 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 springen. Er ist tot. Schießen, 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 ducken. Ich hätte weiter links stehen müssen. Also ich habe ja immer gesagt, dass die Cuphead-Sachen immer alle random sind. Das gilt hier für diese Run-Level, Run-and-Gun-Level natürlich nicht. Wie man hier vielleicht gerade merkt, weil ich die jetzt gerade auswendig lerne. Betrifft nur die Bosse. Ich habe euch angelogen. Ja, ich bin ein schlechter Mensch. Ich stehe jetzt so schnell töten. Waffen wechseln. Dämlich rumspringen. Dämlich rumspringen, irgendwie hoffen, dass... Genau. Einfach irgendwie hüpfen und schießen. Geil, mit drei Dingern hier durch. Geil. Perfekt. Okay, Autoschuss wieder. Die Phase dürfen wir nicht vergessen. Boah, das hätte mich fast getroffen. So. Das Ding holen, obwohl wir es eigentlich wahrscheinlich, hoffentlich nicht brauchen werden. Aber wir holen es jetzt trotzdem. So, keinen dummen Fehler hier machen. Egal. Das musste jetzt passieren, weil ich hier mit 0 Treffern durchgekommen bin. Ja, wir sind auf einem guten Weg, Leute. Das haben wir gleich. Kann zwar noch 10 Minuten dauern, aber das ist ja ein Cuphead nichts. Okay, jetzt bin ich gerade down, was Motivation angeht. Auf der Brücke hier 2 Treffer kriegen ist natürlich nicht so geil. Aber guck mal, mit diesem Kreisel... Das ist... Fast schon geschenkt, eigentlich. So, Ulti einsetzen, einfach weil wir sie einsetzen müssen.
Was heißt müssen? Wir brauchen sie eigentlich nicht. Nächstes Schwein. So. Okay, wir haben jetzt nur einen Hit. Wahrscheinlich werden wir es nicht schaffen. Weil diese dritte Flamme ist es, glaube ich, ein bisschen eklig ist, aber... Wir nehmen das Ganze einfach mal als Übung. Lieber mal hier einen Dash mehr machen als einen weniger. Es juckt natürlich meine Nase wieder, wie das immer so ist. Scheiße. Und ich würde so weit gehen und behaupten, dass ich bin jetzt gestorben, weil meine Nase juckt hat, weil ich konnte mich echt nicht mehr konzentrieren. Oh fuck. Ja gut, aber wir nähern uns. Das ist nicht so wie beim letzten Part mit Werner. Wormen, wo wir einfach gefailt haben. Hier ist Fortschritt zu erkennen. Genau in dem Moment sterbe ich. Aber das ist alles noch im Rahmen. Im Rahmen des Leidens. Oh Gott, was mache ich da? Was funktioniert ja auch. Von daher, halb so wild. Nicht schön, aber es funktioniert. Jetzt muss dieses dämliche Ding da nur noch mal endlich krepieren. Ja, lieber hier ein bisschen länger dauern als irgendwie noch mal Damage fressen. Das wäre äußerst ärgerlich. Oh fuck. Okay, das war mega dämlich. Aber gut, wir haben uns so viel Zeit gelassen. Zwei Leben, damit kann man die letzte Phase schaffen. Wenn wir denn da hinkommen. Aber ich bin ganz ehrlich, alles nach dieser Brücke bis zum Element, wo wir weglaufen, ist relativ einfach. Ich glaube, ich habe die Münze sogar diesmal wieder eingesammelt. Mal wieder unabsichtlich übrigens. Guck mal, der hat ja nicht mal hier irgendwas gemacht. Sehr gut. So, Ulti verschwenden. Nur weil wir es können. Puh. Ich bin gedanklich gerade schon beim Weglaufen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Andererseits bin ich jetzt natürlich top fokussiert. Ne, wir machen den Boomerang, der beruhigt mich irgendwie mehr. Ich weiß, es ist ein Kreisel, aber in meinem Herzen ist es ein Boomerang. So, die Münze brauchen wir ja nicht. Lieber einmal mehr dashen als zu wenig. Ich glaube, hier wäre gleich noch eine eklige Stelle, oder? Herzschlag erhöht sich gerade ganz schön bei mir. Warum auch immer. Eigentlich ist es hier gar nicht so schwierig. Kann aber auch an der Hitze liegen. Nein! Da rechts war das Ziel. Endbeginn. Ja, gut. Regen wir uns nicht über die verpassten Chancen auf, sondern erfreuen uns, dass wir es nochmal versuchen dürfen. Yay. Ja gut, das ist... Es ist passiert. Jetzt weiß ich, wie sich der Hamburger SV gefühlt hat. Bei den letzten beiden Malen, wo man fast aufgestiegen ist. Ein schlechtes Gefühl. So, stirb, Jürgen. So, hier lieber mal ein bisschen weniger Damage auf dieses Ding da, aber mehr auf die Ratte. Mal hier mit 3 durchzukommen, das wäre natürlich episch. So, weiterlaufen. Und dann darf nichts Dummes passieren und immer passiert irgendwas Dummes, normalerweise. So, ich hole mir die Münze jetzt mal nicht, einfach weil ich gerade 3 Leben habe. Jetzt drückt die Daumen. Wenn wir hier mit 3 durchkommen, dann kommen wir höchstwahrscheinlich mit
3 in die letzte Phase und dann... ist es sehr wahrscheinlich, dass es geschafft werden kann. Sagen wir es mal so. Man will sich hier nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. Boah, ich bin gerade ultra konzentriert oder auch nervös irgendwie, weil ich jetzt 3 Leben habe und noch nie mit 3 Leben war. Kann man das nachvollziehen? Wahrscheinlich. So, ich muss ruhig bleiben. Ich muss mir gerade ein bisschen selber Mut zusprechen. So, Ulti-Waste. Eigentlich brauchen wir die hier nicht, aber ich brauche die hier tatsächlich gar nicht in dieser Stage. Ich weiß nicht, ob die irgendwas bewirken würde, wenn man die auf den Boss macht, wenn man vor dem wegläuft. Wahrscheinlich nicht. So, das nächste Schweinegate. Instant down. Okay. So. Sind die Stages jedes Mal anders, wie die sind? Hätte ich euch ja doch nicht angelogen. Aber das sieht hier gerade ein bisschen anders aus, tatsächlich. Nee, das ist aber gleich, wo die Münze ist. Das wäre ja auch irgendwie ein bisschen dämlich, wenn das jedes Mal anders wäre. Aber ein bisschen anders scheint es mir hier gerade tatsächlich zu sein. Egal. Auch egal, wir haben es geschafft. Huh, mein Gott. War jetzt aber okay vom Schwierigkeitsgrad eigentlich. Eieiei. Schön. Ja, ich bin jetzt ein bisschen platt nach den anderthalb Stunden, die ich jetzt aufgenommen habe, diesem den letzten Part, wie man sich sicherlich vorstellen kann. Von daher schauen wir uns jetzt nochmal den Fortschritt an. Was wir noch machen müssen. Welt 1, easy. Welt 2, bis auf Grimm, easy. Welt 3, ja, schwer. Wir haben jetzt noch 2 Bosse übrig. Ich weiß noch ganz genau, welche das sind. Nämlich der Phantom Express und der Doktor. Phantom Express ist... ja... mittelschwer, würde ich sagen. Denkt dran, ich habe bei Werner Wurman gesagt, es ist leicht. Ich habe fast eine Stunde gebraucht. Und nur mit Rang C+ abgeschlossen. Und dann haben wir noch den Doktor. Ja gut, der ist arschig. Und dann haben wir noch die beiden Finalbosse. Die sind ultra arschig. Ja. Aber wir sind bald am Ziel. Dauert noch ein bisschen. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal dabei. Bis denn, macht's gut und ciao.